Und ich fand aus Träume, Wünsche und versoffene Fantasien von Angelo Negro, gelesen von Kia, Teil 2. Vor mir das weite, tote Land. Tränen von brennendem Staub und Sehnsucht verschleiern immer wieder meinen Blick. Wie kann ich mich nach etwas sehnen, das... Doch mein Herz sieht ein Ziel, das noch nicht greifbar ist. So klar wie Kristall, so klar wie das ewige Eis, das über die Jahrhunderte mein Herz umklammerte. Gehe hin und finde. Ein unheimlicher Schrei in meinem Kopf. Ich weiß, Sterbliche würden bei diesem Klang verzweifeln. Doch in meinen Ohren Musik, Verlockung. Und ich gehe, folge der Stimme, dem Wispern, der Verführung in meinem Kopf, der Verlockung auf ein Leben. Gehe hin und finde. Ein tiefschwarzer Schatten huscht über meine müden Augen. Ich lächle. Ich bin irritiert. Blicke zum schmutzig grauen Himmel und erkenne nichts. Naht mich ein Spuk? Wieder dieser Schrei und ein erneutes Lächeln stiehlt sich auf mein erschöpftes Gesicht. Bilder ziehen durch mein müdes Hirn. Bilder einer Vergangenheit, von der ich nicht weiß, ob es die meine ist. Ich bin verwirrt. Bilder von Verlust, von Schmerz, von Einsamkeit, von Vergehen. Ich kann mich nicht erinnern, ob diese Bilder die meinen sind. Meine Vergangenheit zeigen. Gehe hin und finde. Ich schüttle heftig den Kopf, um wieder klar denken zu können. Doch anstatt Klarheit umgibt mich eine Wolke aus Asche verbrannter Sterblicher. Die Asche brennt in den Augen. Tränen. Warum? Das, was ich gewesen sein könnte? Das, was ich bin? Ein ziel- und ahnungsloser Sucher oder das, was ich werden könnte? Mein Rücken brennt. Ich versuche beidarmig, die Aschewolken wegzuwedeln, reibe mir mit schmutzigen Händen die Augen. Mein Blick bleibt tränenverschleiert. Die Welt um mich hat sich nicht verändert. Tod und Verderben. Ich schleppe mich weiter. Gehe und finde.